blockt die Explosion. Zwei Punkte, hm? Wo gebe ich denn zwei Punkte für aus? Muss ich unbedingt irgendwas haben an Techniken? Maybe hier irgendwas mit zwei Punkten? Hier ist halt nichts bei, wo ich mir so denke, so, oh, muss ich unbedingt haben. Oh, das hier könnte ich nehmen für zwei Punkte. Ah, das hier ist nice. Weil ich kriege die perfekte Parade zwar nicht immerhin, aber parieren ist nicht so das Problem. Und je mehr Entschlossenheit ich habe, desto mehr kann ich einfach rumcheesen. Okay. Das, wo ich eigentlich hin wollte, war das hier. Ich dachte, du hast das Ding abgefackelt. Ach so, nur den Teil da hinten. Natürlich. Das war fun. Naja, ist das hier meistens fun? Ich muss, glaube ich, gestehen, der beste Developer React to Speedrun ist, glaube ich, also mein Favorite bisher ist Doom Eternal. Mit Abstand. Der Krieger Tadayori die Asamo-Bucht vor Piraten. Der Doom Eternal ist super gut. Gesellt euch zu mir. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Überrascht mich, euch in Asamo zu finden. Wir beide gehen dorthin, wo man uns braucht. Meine Geschichte ist auch für eure Ohren. Ich habe, glaube ich, bis jetzt noch keinen Will of the Wisps Spiel dran geguckt. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Berühmt für seine Weisheit und Treffsicherheit. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Menschen flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Doch seine Rüstung verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori oft meditiert haben soll. Okay. Mein Problem mit Will of the Wisp ist so ein bisschen, das Movement in Will of the Wisp fühlt sich ein bisschen abgehackter an als wie im Original. Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Seine Rüstung ist. Aber vielleicht wirkt das auch nur auf mich so. Oh ja, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Da träumst du von Spiel. Ohnegleichen, mein Herr. Gib mir da Armor? Nee. Das ist eine Bogenschützen-Armor. Hast du der Geschichte nicht zugehört? Das ist ein fucking Bogenschütze.
Fuck, Bogenschützen. Aber Kuku. Ich muss irgend... Das Ding ist, pass auf. Warum ich diese Quest gerade ignoriere, ist folgendes. Das hier unten ist noch eine Main Quest. Und irgendwann muss ich eh nach da oben, weil das ist eigentlich meine Main-Main-Quest. Das heißt, ich latsch eh irgendwann über den gesamten Kontinent wieder hoch. Das heißt, rein zufällig werde ich dann hier dran vorbeikommen, kann ja die Quest machen. Weil sonst würde ich nämlich nur zickzack über die Map laufen. Zeigt mir, was ihr könnt! Ich hab die nicht mal gesehen. Das sind nicht zu leuer Horten! Bogen ist scheiße. Bitte, helft mir. Macht halt null Damage, das Ding. Alles wird wieder gut. Es hieß, am See sei es sicher. Doch das stimmte nicht. Mongolen lagern unterhalb der Steinbogenstraße. Ich sah sie erst, als es zu spät war. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt, aber nicht mehr lange. Es sind so viele. Bitte, seid vorsichtig, mein Herr. Ich bin immer vorsichtig. Habe ich eben nicht erst 2 Punkte ausgegeben? Bin ich beknackt? Ich habe doch eben erst das hier gekauft. Was haben wir denn hier? Ja, das hier will ich, glaube ich, haben. Speerabwehr ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Maybe Mondkampfhaltung, maybe. Aber dafür muss ich Kram töten. Okay, darunter. Ich bin immer vorsichtig, please. Hallo Fuchs. Wenn wir dich schon über den Weg laufen, nehmen wir dich mit. Von da bin ich doch gerade erst gekommen. Ich kann nicht, ich muss dem Fuchs folgen. BRB, I guess. Weil die Talisman-Dinger sind nämlich actually nützlich. Klar, eben läufst du fast durchs Meer, weißt du, aber hier muss ich jetzt schwimmen. Okay. Cool shit. Schade. Muss zwar denken, dass ich jetzt auch mehr Pelze kriege. Okay. Komm her, Ferdi. Halt, da war aber muss. Was ist hier los? Ach, das ist die Heilerin aus dem Ding. Ich glaube, ich erinnere mich.
Hi. Könnt ihr mir bitte helfen? Was ist los? Ich muss zu einem Lager im Wald. Dort warten Menschen auf mich, die sehr krank sind. Sie brauchen einen Heiler. In der Gegend wimmelt es nur so von Banditen und Mongolen. Ja, ich werde Schutz brauchen. Ich bringe euch hin. Aber diese Krankheit besorgt nicht. Ihr könnt sie sicher bekämpfen? Krankheiten kann man nicht bekämpfen. Sie sind etwas, um das man sich kümmern muss. Wenn die Menschen so krank sind, wie ihr sagt, sollten wir los, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Hab Dank, mein Herr. Interessantes Detail, wenn er sich bewegt hat, hat man actually die Perlenkette gehört. Es sind so Kleinheiten an diesem Spiel, die halt echt gut sind. Wie habt ihr die Schlacht von Komoda überlebt? Dank einer Frau, Yuna. Sie rettete mich vom Strand, pflegte mich wieder gesund. Klingt nach einer fähigen Heilerin. Ich kenne kaum jemand so Tapferes. Ohne sie wäre ich nicht hier. Meine Mutter tat dasselbe für mich. Als Kind war ich ständig krank und wurde nur dank ihrer Kräuterkunde so stark. Ich finde es gut, dass er einfach Heiler geworden. Tonnen an... Ich glaube, ich sehe etwas davon. Gutes Auge. Bleib zurück. Überlass das mir. Er hat einfach Tonnen an... Dings Knoblauch mit. Hello. Sieht eure Klingen! Das war zu früh. Tue ich das? Sieht aus wie so ein Pseudo-Bogenschütze. I can't see shit, weil der Baum im Weg ist. Come on. Weißt du, was ich mal lernen sollte, dass wenn ich, habe ich noch Punkte über? Ich habe gerade keine Punkte mehr über, oder? Nee, habe ich nicht. Weil es gibt dieses, ja hier, wie viele Punkte brauche ich dafür? 2, okay. Mit dem nächsten Punkt holen wir uns das. Schickt euren besten Krieger! Schon, die bringen uns um. Ich habe bisher noch keinen Sushi gefunden. Ich bin sehr enttäuscht. Ihr solltet hier nicht alleine reisen. Wir mussten unseren Hof verlassen, mein Herr. Dort sind alle krank. Wie kam es dazu? Geister, unsere Ahnen bestrafen uns. Wir gaben den Mongolen unser Essen, statt uns zu wehren. Als sie gingen, wurden alle krank. Jetzt ist unser Haus verflucht. Ein Stück weiter liegt ein Gasthaus. Dort seid ihr sicher. Draußen ist es viel zu gefährlich. Geht ins Haus und bleibt dort. Danke. Hoffentlich folgen die Geister uns nicht. Wie viel Atmosphären die ganzen Szenen halt einfach nur durch das Licht bekommen, ne? Ist ziemlich crazy. Halt, ich sollte die Banditen looten. Ja, ignoriert einfach die Leichen, die hier liegen. Wollen wir denn noch weiter? Ja, will ich. Darf ich nicht mal eben looten? Ich darf gar nichts, ne? Ihr seid ein rechter Metzger mit dem Schwert. Was hättet ihr mit den Banditen gemacht? Meiner Erfahrung nach können strenge, doch höfliche Worte viel ausrichten. Dann habt ihr Erfahrung mit Banditen. Ich finde nur, man sollte Probleme stets friedlich zu lösen versuchen, bevor man Gewalt anwendet. Ihr sprecht wie ein Heiler. Ihr habt den richtigen Beruf gewählt. Ja. Steht so vor Banditen. Könntet ihr bitte
eure Waffen niederlegen? Das wäre sehr nett von euch. Tyler! Tyler! Wie gut, dass ihr hier seid! Romeo, was ist denn? Was ist los? Was ist denn? Mein Sohn. Er hat wohl etwas Giftiges gegessen. Bringt mich zu ihm. Was ist mit den Verwundeten im Lager? Wir haben keine Zeit. Es dauert nur einen Moment. Ich werde helfen. Vielleicht geht es dann schneller. Danke, mein Herr. Wie soll ich denn helfen? Soll ich dem Bengel den Schädel abschlagen? Moment, ich schneide die Vergiftung eben aus ihm raus. Was hat er gegessen? Wenn ich das wüsste. Wir haben doch nichts. Ich versuche es herauszufinden. Danke, mein Herr. Es dauert nur einen Moment. Aha. Sucht nach der Ursache. Der Reiskorb ist leer. Er hat schon mal keinen Reis gegessen. Frag dich. Nur gekochtes Wasser. Vielleicht war das Wasser vergiftet. Vielleicht hat jemand reingepinkelt. Weil er gestern hier drin ist nichts mehr, ha? Huh? Dann schauen wir uns noch mal draußen um. Aha. Nur Stroh. Norm, lecker. Hier sind Pilze. Angebissen. Das muss es sein. Ich sage es Hanaoka. Gratulation, er hat Pilze gegessen. Oh, warte. Shortcut. Habt ihr etwas gefunden? Angebissene Pilze. Du Dummkopf, wie konntest du nur? Er muss sie aus Verzweiflung gegessen haben. Ich kann ein Gegengift herstellen, doch ich brauche Flussmoos. Bleib bei ihm. Ich hole das Moos. Mein Gott, jetzt spiele ich eine laufende Apotheke hier. Die Tür geht mir auf den Sack. Wo ist der Fluss? In die Richtung. Ihr habt nichts zu essen? NP, ich klaue euch trotzdem eure Vorräte. Sonst noch wer? Okay. Wir hätten einfach Wildschwein essen können. Flussmoos. Mein Herr, habt ihr das Moos? Ohne Moos nichts los. Hier ist es. Romeo, hört mir gut zu. Zerstoßt dieses Moos hier und kocht es in einer Tasse Wasser. Lasst ihn die Mischung trinken, dann sollte er morgen früh wieder auf den Beinen sein. Wir müssen jetzt sofort ins Lager. Ja, gehen wir. Danke, ihr habt meinen Sohn gerettet. Yay. Und ich krieg nicht mal eine Belohnung dafür. PogChamp. Ich find's gut, dass der NPC realisiert hat, oh, die Tür ist kaputt. Wisst ihr, der Mann hatte die gleichen Symptome wie das Paar auf dem Gehöft. Schmerzen, Erbrechen, schwere Atmung. Symptome einer Vergiftung? Ihr glaubt, das Gehöft wurde vergiftet? Da bin ich fast sicher. In diesem Fall werde ich Pinellien brauchen. Das Moos hat für den Mann gereicht, doch Pinellien sind stärker. Sie wachsen bei einem nahen Teich. Beeilen wir uns. Medizin damals, sehr interessant. Lass mich raten, wir werden währenddessen, während wir den Kram sammeln, von Mongolen angegriffen oder wieder von Banditen.
Mongolen. Und direkt am Teich. Mein Gott, ich alter Hellseher. Sie höflich bitten zu gehen? Das überlasse ich eurem Ermessen, mein Herr. Ja, ja. Gucken wir doch mal, ob wir die höflich dazu bekommen, zu gehen. Bei allem hat es funktioniert. Sonst noch wer? Nope. Hier fault irgendwas rum. Ach, hier sind noch mehr Mongolen. Omega Stealth. Die falsche Taste gedrückt. Ah, fuck. Okay, die haben Bogenschützen, das ist unfair. Was mit dir? Moment, hier war noch ein Bogenschütze, ne? Ist der tot? Anscheinend. Hör auf mit dem Scheiß. Ich hab keine Pfeile mehr. Fahr da. Haben wir jetzt alles? Das scheinen alle Mongolen gewesen zu sein. Hier drüben, mein Herr. Ihr habt die Penelien. Ja, dank euch kann ich sie nun ernten. Es ist nur, ich frage mich, wenn ich euch zusehe, ob ihr die Gewalt sogar genießt. Ich töte nur, um unser Volk zu schützen. Daran denke ich immer, wenn ich zum Schwert greife. Natürlich. Verzeiht mir, mein Herr. Dann heilen wir die Bedürftigen. Hat er sich jetzt quasi indirekt darüber beschwert, dass ich ihn beschützt habe? Wirklich? Kage! Gib es doch nicht, ey. Das Lager muss gleich vor uns sein. Ich glaube, von dem Lager ist nicht mehr viel über, mein Freund. Gleich kommt Genjiro. Oh ja, bitte. Ich hätte gerade voll Bock auf Genjiro. Heiler, meine Frau, sie atmet nicht mehr. Dann ist sie vermutlich tot. Wie lange ist sie schon krank? Seitdem die Mongolen zu unserem Gehöft kamen. Was hat sie gegessen? Wir hatten kein Essen. Nur Wasser aus dem Brunnen. Tut mir leid. Sie ist tot. Wäre ich nur früher hier gewesen. Ihr gabt euer Bestes. Aber wenn ich nicht angehalten hätte, für das Pärchen und den Mann. Hätten wir nicht angehalten, wären diese Menschen tot. Und ihr hättet nicht herausgefunden, dass sie vergiftet wurden. Vielleicht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie. Der Mann sagte, seine Frau hat nur das Wasser aus dem Brunnen getrunken. Und wir wissen, die Menschen erkrankten nach dem Rückzug der Mongolen. Sie haben den Brunnen vergiftet. Vergiftetes Wasser würde Krankheiten wie ein Buschfeuer verbreiten. Ist es heilbar? Ja, die Penelien wirken dagegen. Dann helft, wem ihr könnt. Danke, mein Herr. Euch verdanken viele ihr Leben.
Habe ich nicht beim letzten Mal schon gesagt, das Wasser war vergiftet? Ach, come on. Ich will doch nur diesen Punkt haben. Das gibt's doch nicht. Das ist frustrierend. Göttliche Heilung. Erhöht das vielleicht meine Heilung? Weil das wäre ziemlich nice. War das ein großer oder war das ein kleiner Talisman? Das ist ein großer. Aber nur bei unter 50%. Miep, miep. Verfluchte Mongolen. Du, Rabbi, du warst nicht hier, als wir hier unten das Lager befreit haben, weil das Lager war ganz klar nicht von Mongolen besetzt, sondern von Russen. Das war viel lustiger. Okay, was ist das da? Dann gehen wir nach da und dann machen wir... Kenji? Okay. Los jetzt, Kage. Was auch immer Kenji von mir will. Wie lange? 200 noch, okay. Jetzt ist die Frage, ist das Fuchsbau? Das sieht fast aus wie eine heiße Quelle von hier, wenn ich jetzt raten müsste. Das ist eine heiße Quelle. Poggy! Poggy Woggy, okay. Worüber sinnieren wir denn heute? Der nächste Frühling. Endlich wieder Fanservice. Yeah, look at them sexy mantids. Mm. Als hätte ich seit Tagen nicht geschlafen. Hätte ich nur Zeit für ein kurzes Nickerchen. Okay. Ich kann dahin schnell reisen? Das ist weird, dass ich dahin schnell reisen kann. Sehr gut, Kage. Ich war da doch noch nie. Das ist echt weird. Gott, wenn ich echt länger auf dem Pferd reite, geht mir dieses Geschäker dezent auf den Sack. Halt, war das mit dir? Was ist mit dir los? Da ist ein Mann, mein Herr. Er schwingt sein Schwert und fuchtelt damit am Strand von Zuzu herum. Ein Überlebender? Oder ein Bandit? Ich weiß nicht, aber ich glaube, er weinte. Okay. Sure. Wo ist mein Kumpel Genji? Genji? Genji! Irgendwer ist er am Schnarchen. Hello Genji. Genji. Was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schief gelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts. Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch, alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt wir.
Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet. Und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Das werde ich selbst entscheiden. Diener des Volkes. Okay. User was moved to your channel. Kommt, ich zeige es euch. Wir müssen das Essen bündeln und an den Strand legen. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern, geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen. Dang. Wie seid ihr denn überhaupt hier gelandet? Als die Mongolen erfuhren, dass ich zu euch gehöre, wurde es gefährlich. Ich dachte, ein abgelegener Hof sei sicherer. Das ist nicht wenig Futter. Essen und Trinken für die Mongolen. Aber dieses Sakefass ist leer. Ihr wollt die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sakehändler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Okay.